Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich hab Bock, in den nächsten Tagen ein Mario Kart 8 Deluxe Turnier mit euch zu starten und das alles live zu streamen. Wann genau, weiß ich noch nicht. Folgt mir einfach auf Instagram. Dann bleibt ihr up to date, wann es losgeht. Link ist in der Beschreibung. Und ich hab mir gedacht, passend dazu zeige ich euch heute meine Top 5 Abkürzungen in Mario Kart 8 Deluxe. Und vielleicht kennt ja der ein oder andere eine Abkürzung aus dieser Liste noch nicht. Ich würde sagen, wir beginnen mit Platz 5. Viel Spaß! Die erste Abkürzung ist auf der Piste Wolkenstraße. Und zwar dort, fast ganz am Ende, nach der langen Flugpassage. Seht ihr hier diese zwei komischen Bohnenrankenblätter? Dort könnt ihr mit einfach nur einem Drift, ihr braucht nicht mal einen Pilz, wenn ihr den Boost richtig nutzt, könnt ihr dort rüber jumpen und es ist wirklich ein extremer Vorteil und wirklich eine nützliche Abkürzung. Auf der GBA-Rennstrecke Partystraße gibt es sogar zwei Abkürzungen. Eine ist ungefähr noch ziemlich am Anfang. Dort könnt ihr einfach rechts, dort wo der Boden blau ist, diese kleine Rampe nehmen und ihr springt einfach dort über diesen komischen Bären. Es ist wirklich ein guter Trick, den ich auch mal anwende, und direkt danach ist nämlich noch eine Abkürzung, nochmal rechts so ein kleiner Pfad, womit ihr gleich in die Flugpassage kommt, und wenn ihr dann direkt in den Drift reingeht, könnt ihr sogar noch diese große Kurve überspringen und das gibt einen wirklich krassen Vorsprung. Die nächste ist eine Abkürzung, die sowieso jeder kennt, aber ist einfach eine der geilsten, und zwar auf der Hyrule-Piste. Wenn man dort diese drei Kristalle einfach aktiviert, kann man in der Mitte das Master Sword aktivieren und sogar darüber springen. Das kennt sowieso jeder, aber ich finde es einfach sowas von episch und geil. Allgemein, die ganze Strecke ist einfach richtig geil. Auf dem nächsten Platz haben wir eine Abkürzung aus Mount Wario. Das ist übrigens Akatas Lieblingsstrecke und ich finde sie auch eigentlich ganz cool, weil sie so linear ist und nicht rundenbasiert ist. Und dort gibt es ja am Anfang diese rutschige Eispassage, wo man runterslidet und wo ziemlich viele Leute runterfallen. Und wenn ihr dort ein bisschen Skill habt und diese eine Kurve hier, die sich ziemlich lang zieht, am Anfang schon driftet und diesen kleinen Hubbel nutzt, dann könnt ihr diese ganze Kurve einfach überspringen. Und glaubt mir, dieser kleine Hubbel macht sich wirklich bemerkbar. Auch wenn er unscheinbar aussieht, es ist wirklich eine coole Abkürzung. Eine meiner Lieblingsstrecken ist das Yoshi-Tal aus Mario Kart 64. Und zwar ist das ja so ein Wirrwarr. Man weiß gar nicht, wo man hin soll. Es gibt rechts einen Weg, links einen Weg und dann zweigen sich wieder Wege ab, Leute. Aber dies ist auch keine richtige Abkürzung. Ich kann euch nur sagen, was der schnellste Weg ist, und das ist wirklich eine Hilfe, weil viele machen den Fehler und fahren rechts. Nein, Leute, ihr müsst links, dann wieder nochmal links auf diese kleine Holzbrücke und dann direkt in den Drift, und dann fahrt ihr den schnellsten Weg durch das Yoshi-Tal, und das alles könnt ihr natürlich in unserem Mario Kart 8 Deluxe Stream ausprobieren, wann der losgeht. Wie gesagt, folgt mir auf Instagram, dort will ich nochmal raushauen. Ich denke, das wird irgendwie jetzt am Wochenende stattfinden. Gäste werden auch am Start sein, die üblichen Verdächtigen, Akata und Tadesh. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.